Irgendwas zu tun? Nee. Oh. Ich suche mir gerade mal geschwind andere Lackierung raus. Ja, habe ich auch Und gerade dann, gemacht. ja, müssen wir überlegen genau, ob wir da irgendwelche Bewaffnung oder irgendwas brauchen. Oh, hier eigentlich nichts, wie es aussieht. Also, Ja gut, wenn nicht, von mir aus ich können würde wir jetzt. gerne einfach mal ein bisschen in die Gegend rumfliegen. Ja, Können wir wenn nicht, gerne machen. bauen wir irgendwie Luftabwehr noch auf oder so. Dann fliegen die irgendwo auf die Karte. Ja. Gut. Nochmal zentrieren, jetzt hat sich der Blickwinkel ein bisschen verrutscht. Nimmst du irgendeine Bewaffnung mit? Nö. Nee, ne? Nö. Okay. Nur ein bisschen abgetankt, dass ich nicht so schwer bin. Ach so, okay, bei mir ist momentan gerade voll. Ja. Naja, gut. Ja, wenn du dann noch was mitnimmst, dann das merkt man. Ja. Ich mach gerade mal schnell hier mal Lichter noch an da. Zack. Meine Frage, womit nimmst du deine Sachen auf? OBS Studio. Kostenpflichtig? Nö, alles Nicht. kostenlos. Super Okay. Programm, echt genial. Okay. Muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber du hast alle Möglichkeiten. Also du kannst Texte reinmachen, du kannst Bilder reinmachen, tausend Quellen mit hinzufügen. Ja. Du hast wirklich on the fly, kannst du da halt viel machen, ohne dass du es jetzt über Schnittprogramm machen musst, wenn du es geschickt anstellst. Du hast dann auch Pausefunktionen zwischendrin und so weiter, dass du ja, verschiedene Dinge eben machen kannst. Damit kannst du einen Trailer zum Beispiel, ja, könntest das gut machen. Du lässt deine Sachen, die du schon mal aufgenommen hast, ablaufen und kannst dann Überblendungen machen on the fly mit dem OBS, ne? Und dann wieder Pause Ja. drücken, wenn du wieder einen Schnitt oder Überblende haben willst, ohne dass das Programm wieder alles neu rendern muss. Ja. Tja. Ja, ich benutze gerade AC/DC Luxair. Aha. Weiß nicht, ob du das gehört hast. Das ist eigentlich nur, weil mein Papa hat, weil das kostenpflichtig und Ja. mein Papa hat da noch einen Lizenzschlüssel übrig. Okay. Und den hat er mir einfach gegeben dafür. Was jetzt nicht schlecht ist, weil mein kleiner Laptop, an dem ich das alles andere mache, der packt DaVinci Resolve nicht. Okay. Weil das wäre jetzt das Schnittprogramm meiner Wahl gewesen. Ja, gut. Ja. Und für so Sachen, ich persönlich, ich schneide auch lieber. Also, Ja. ja. Aber für so Sachen, wie wenn ich mit meinem Kumpel mal ein Let's Play machen will oder so, dafür wäre das andere vielleicht nicht Ja. schlecht. Da muss ich mir mal lesen, ob das Sinn macht, ja. Okay. Ja, wie gesagt, das ist wirklich tolles Programm. Also, ich benutze das sau gerne. Ich render halt nicht, ich nehme nicht so gern die Video, die Editionsprogramme, weil das so einen Haufen Zeit kostet, und bis die gerendert haben und überhaupt. Also, naja, es hat seine Vor- und Nachteile. Ja, das stimmt wohl. Aber ja, das kann man ja je nach Situation, so wie du sagst, wenn ihr Let's Plays machen wollt oder so, ist OBS mit Sicherheit top. Ja. Du kannst dann auch oben im Eck zum Beispiel die Overlays einblenden lassen von Discord. Dann Ja. siehst du, wer spricht. Also Ja. es wird für die Zuschauer dann eingeblendet. Ich meine, normal, klar, irgendwann wissen die ja, wer ist, aber es Ja, ist trotzdem immer nice to have. das ist So. richtig. Ja, gut, ich muss mal gucken. Wo fliegst du wahrscheinlich hin an mir jetzt? Ich bin erstmal gelandet und habe Ach so, vom okay. CTRD-Menü Aha. was geladen. Okay. Da hatte ich, glaube ich, den Long Range, den Patriot Launcher mitgenommen. Wenn nicht, nimmst du mal CTRD Long Range, das Patriot Radar mit. Patriot Radar, was ist Genau. das? Ohne Scheiß, keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nie benutzt. Patriot Was ist denn ist die SAM, also Luftabwehr von Amis. Am besten mal landen. Ja, mache ich. Ich lande gerade neben dir. Ich komme gerade.
So, links von dir runter. So, okay, jetzt gehe ich auf die Rearm-Seite. Wie, das war knapp. Ja. Ins Funkmenü. Ah, okay. Und dann auf F10 andere. Moment, Funkmenü, F10 andere. Ja. Und dann F2 CTLD. Das hier, da erscheint bei mir CTLD, meinst du? F7? Oh, ja. Okay, habe ich. Vielleicht ist bei dir auch F7, ja. Ja, und dann hast du von F1 bis F8 Check Cargo, Troop Transport, AA, Midrange. Das sind alles Sachen, die man als Hubschrauberflieger mitnehmen kann und irgendwo rauswerfen kann, um was aufzubauen. Und dann bei mir ist F4 AA Long Range. Ja, ja, genau. Und da hast du Patriot Radon, kannst du mitnehmen. Ah, ja, I see. Okay, und wenn du das anklickst, müsstest du es vor dir spawnen. Mhm. Und da musst du dann, ich glaube, inzwischen haben sie es reduziert auf 3 Sekunden drüber schweben und dann nimmst du es auf. Okay, das heißt, das macht automatisch dann das Aufnehmen. Genau. Okay, alles klar. Oh, was war? Scheiße, weil ich zu nah dran war, hä? Ja, wahrscheinlich. Da haben sich wahrscheinlich unsere rote Ebene gerade so überlappt und dann wollte ich losfliegen und dann war's das. Okay, sorry. Ja, kein Problem. Gut, Rolle auswählen, ja, dann machen wir genau die Sache. Ja, die Karre läuft ja schon. Genau. Auch wenn man sie schnell ankriegen würde. Aber. Ja. Das. Nee, das war schon ein. Okay. Ich sehe, du hattest denselben Skin wie ich. Den habe ich, ja, hatte ich ausgewählt, ja. Ich habe es eigentlich nur wegen dem SAR-Skin. Okay. Aber im Kampfeinsatz passt ein SAR-Skin nicht. Ja, so. Nee, eher nicht. Zu auffällig wahrscheinlich. Ja. Kann man machen, aber, ja. Ja, sollte man sich nicht wundern, wenn man als Erster abgeschossen wird. Das ist richtig. So, zack, Skin ändern. Aber wenn ich Tank auch noch habe, ich mache immer so 70%. Okay, mach ich. Wenn du so ein Radar mitnimmst, dann wird es so schwer. Ja. Wenn du losfliegen willst, da bist du ja nah am roten Bereich. Alles klar, mache ich dann. Das Radar steht hier noch, das ist nicht schlecht. Ja, also mit dem UI habe ich jetzt auf dem Multiplayer-Server selbst bin ich wenig geflogen. Ich habe mir so einen Test-Server eigentlich für, ja, also einen eigenen gemacht, wo ich eigene Sachen platziert habe und so weiter und ein bisschen am Üben war. Aber jetzt so richtig auf dem Multiplayer habe ich da eigentlich nichts gemacht. Die Sachen, das, was du mir gerade jetzt gesagt und erklärt hast, habe ich überhaupt gar nicht gewusst. Ja, boah, du, das hat bei mir auch gedauert, bis ich das mal rausgefunden habe. Hast du ja am Anfang, habe ich mich am Anfang immer gar nicht getraut drauf zu klicken. Und ja, genau. Hat gesagt, klick mal drauf und dann, oh, das geht ja ganz viel, das ist ja toll. Ja.
Okay, ich muss mich noch an den Wing echt gewöhnen. Ja. Ach, das ist sehr viel empfindlicher. Ja. Oh, ja. Ja, dann fliege ich einfach mal. Wenn nicht zu dem alten Flugplatz da hinten oder so, da können wir das ja bestimmt platzieren. So, gut. Sonst fliegst du überhaupt kein Multiplayer oder machst nur Videos sozusagen? Ja, ich könnte ja auch Videos zum Multiplayer-Server machen, aber ich habe halt erstmal versucht, verschiedene Module halt zu fliegen und auszuprobieren, wie alles überhaupt funktioniert und dann ja Videos drehen und machen. Und ich fliege ja nicht jeden Tag. Ja. Und ja, deswegen auf dem Multiplayer-Server habe ich jetzt nicht so viel Zeit verbracht. Okay. Erstmal ganze Kram da konfigurieren und gucken, wie alles überhaupt funktioniert. Hast du F18 oder sowas mal probiert? Die habe ich nicht, nee. Ah, Ich hast du habe, nicht, okay. ja, mit Jets habe ich nicht so. Ich bin so der Heli-Freak. Ja. Ich habe aber Harrier und F16. Ja, den habe ich Also. gesehen. Ah ja, okay, das ist auch geil. Ich habe die Module auch eigentlich fast alle. Aber Ja. natürlich kannst du die nicht alle auf einmal lernen und machen. Und ich bin da auch nicht so fix im Lernen. Und vor allen Dingen die Belegungen. Wie belege ich dann was? Und wenn ich die Modelle dann wechsle, dann muss ich schon wieder überlegen, wie war das jetzt hier wieder? Und dann, du hast ja tausend Sachen, die du da einstellen musst, aber Ja. das Ja, nimmt halt jedes Mal so ich viel hab. Zeit dann wieder in Anspruch, bis du wieder drin Ja, das ist bist in dem richtig, ja. jeweiligen Modul. Deswegen, ja, da. Ja, ich hab auch viele Modelle, aber die dann nur in der Garage stehen, sage Ja, ich mal. Und wenn du genau. die mal dann mal auskramst, dann bist du Ja, erstmal beschäftigt. so sieht's aus, ja. Also, deswegen meine Hauptzeit, Flugzeit habe ich wirklich auf der Huey. Ich möchte mal sagen, von meinen Gesamtstunden könnte da die Hälfte schon für die Okay. Huey reingeflossen sein. Ja, sieht man. Das merkt man, ja. Ja. Ja, klar, Übung Ja. macht den Meister, ja. Das ist. Ja, ich sage immer, wenn Leute so begeistert sind von der Präzision, dann sage ich aber immer, ja, es ist erstens Übung und zweitens. Ja. Oh, warte, hier ist eigentlich ein Landefeld. Okay. Dann platzieren wir es daneben oder so. Dann sage ich aber erstens immer, es ist viel Übung Ja. und zweitens bin ich ein kleiner Sonderfall, weil ich habe die Huey gelernt hier mit einem kleinen, so einem kleinen HOTAS von Thrustmaster, den du auf den Ja. Schoß nimmst, mit einem kleinen Schubhebel und einem kleinen Aha, okay. Stick, keine Pedale, nischt und in 2D auf dem Bildschirm. So habe ich Huey fliegen gelernt. Deswegen brauchst du dich nicht wundern, dass das jetzt umso präziser ist, wo ich mit VR fliege und Ja, das ein volles ist. Setup von Wirbel habe. Oha, Das geil. Einzige, was ich nicht habe, sind Pedale. Also ich mach's alles noch über Ja, Twist gut. Axis. Aber Ja, geht auch. ansonsten, Collective von Wirbel, Center Mounted Stick und damit funzt es. Wunderbar, ja, das sieht man. Aber klar, ich fliege ja eigentlich auch nur in 2D. 3D ist geil, aber die Performance ist dann wirklich nicht so dolle bei mir. Ja. Ja gut, da habe ich das Glück durch den Computer, aber Und dann noch die Aufnahme zu machen, weißt du? Setzt er also das von alleine ich ab habe oder musst du wiederholen? Warte mal, ganz ja, kurz. Wie setze er ich das muss ab? landen, ja. Landen einfach nur. Ja, muss hier landen und Ja, dann wieder okay. über das Menü. Ja, okay. Dann, Muss auch nicht direkt daneben sein, also kannst auch da landen. ja, Das. alles klar. Ja, also VR ist natürlich, eigentlich ist ja genial. Und natürlich, das Ja. ist so, also ich VR, natürlich kann es fliegen, halt ohne aufzunehmen, und aber es ist von der Auflösung her und alles, man merkt, die Ich Maschine habe hat arg zu auch. schaffen, ja. Ich habe was Aber rausgefunden es und ist geil. zwar. Es ist einfach geil, ja. Und du kannst Ich. die Höhen und alles, du kannst es so genial abschätzen. Das ist Wahnsinn, ja. Ich Wirklich, habe ja. letztens bei einem Kumpel, der stand mit der F14 am Boden. Ich bin so mal nah mit der Kufe an sein Ja. Gesicht dran, dass er sagt, ich könnte mich da jetzt in echt dran hängen. Das war lustig, ja. Ja, So. wieder ins Menü. Ja. Andere. Ja. CTRL-D. Ja. Und dann hast du CTRL-D Commands. CTRL Commands, ja, genau, F7, jawohl, ja. Und da sagen wir erstmal An. Drop Crate. Alles klar. Und dann fliegen wir erstmal zurück und holen noch den Rest von dem Radar. Okay,
Oder von der Launch-Site oder wie man es auch nennen will. Ja. Dann stellen wir da die zwei noch ab, die noch fehlen, und dann sagen wir nämlich Unpack und dann stellt er da das gesamte System auf. Interessant. Hey, cool. Super, siehste. Wieder was gelernt. Ist halt Genial. wahnsinnig praktisch, gerade bei so einem Ja. Servern, wo man weiter erobert und dann sagst du so auf Ja. der neuen Insel, die haben wir gerade eingenommen, aber die ist umkämpft, kämpft, da holen wir uns als Heli, stellen wir ein paar Luftabwehrsachen hin und dann Richtig. wird es für den Feind schon schwieriger. Ja, das ist geil. Ja, so Sache ist natürlich dann im Endeffekt, macht es dann natürlich Spaß, wenn du da noch ein gewisses Sinn mit verknüpfen kannst und Missionen machen kannst. Das ist schon geil. Und am besten noch mit anderen zusammen, dann macht das Spaß, ja. Ja, aber das Schöne ist, ich war letztens auf dem SAR-Server unterwegs, wo ich auch oft bin, Ja. und habe ich jemanden getroffen, einen Österreicher, der Ja. Stevie, und der hat mich eingeladen in eine Hobbypilotengruppe. Das ist im Grunde eine Flugstaffel, die aber komplett ungezwungen ist. Also da ist nichts mit Ja. Staffelzwang oder dann und dann musst du fliegen. Das ist Ja. einfach nur, falls man, wenn man mal Leute sucht, mit denen man fliegen will. Und wir sind inzwischen auf fast 90 Leute angewachsen, glaube Oh, ich. geil. Also, das war super, deswegen. Das Jetzt die fehlt es mir fast nie an Leuten zum Fliegen. Und die fliegen alle Arten von Modulen hier in Alles. DCS, ja? Alles, ja. Okay. Wir haben auch nicht, wie gesagt, also kein Modulzwang, das ist einfach, wir Ja. haben auch einen eigenen Server. Aha. Und mit Missionen, wir haben auch tolle Missionsbauer bei uns. Geil. Und Jet, Heli, Zweiter Weltkrieg. Ja. Manchmal machen wir einfach nur Rundflüge und fliegen ein bisschen Formation zusammen. Ja, sowas ist auch Genial. schon übelst geil. Macht einfach nur Spaß, ja. Ja. Ich muss auch nicht immer irgendwo schießen oder sonst irgendwas machen oder irgendwas Genau, ja. zerstöre. Klar, das ist auch geil, also mache ich auch gern, aber einfacher lernst schon mal zusammen fliege, Formationsflug und landen und starten und das Ganze einfach mal durchexerzieren und ein bisschen fliegen. Genau. Alle, das ist schon geil. Ja. Kannst du mir gerne dann im Anschluss oder später dann mal die Adresse oder Verlinkung geben oder wie ich Kann da ich machen. Ja. denk Ich muss da. nur, ich muss dann nur den, naja, nicht Chef, aber ich Ja. muss ihn nur mal fragen, weil der Okay. irgendwie nur die Ja. Einladungslinks vergeben kann. Naja, okay, Aber das kann klar. ich gerne machen, ja. Na logisch. Kannst gerne mal fragen und wenn das okay ist, Weil dann. da das Schöne da ist, da verurteilt dich auch keiner, wenn du mal sagst, so, ich kann jetzt drei Ja. Monate nicht oder so. Ja. Und wenn du irgendwann auftauchst, ja, dann guckst du, ob du wen zum Fliegen hast und gut ist. Das ist herrlich. Ja. Okay. Ja gut, So. wäre okay, wäre schön, wenn es funktioniert, wenn es klar. Ja. Ah. So, ja. Ich. Was war das? Vortex? Ja, scheinbar. Ah. Ja, ich muss mich hier noch an die Steuerung von dem neuen, vom Winwing da echt. Ja, das glaube ich. Ja, das ist eine Umstellung Aber natürlich. okay. Ja, vor allem wenn du vorher wirklich mit dem Sidestick geflogen bist, da ist das. Oh Ja, je. Das kann ich mir gut vorstellen. das. Ich hatte weniger Umstellungsschwierigkeiten, weil es ja, obwohl es auf dem Schoß lag, vorher ja Aha. trotzdem in der Mitte war, fast. Ja, und das ist schon Es eine war halt die Umstellung, Achse. echt. Es war halt die Achse, die vorher noch viel kleiner war. Da musste es da halt viel präziser sein. Jetzt mit der großen Achse, da ist das ja fast wie in echt. Das ist sehr angenehm. So, welches Teil brauche ich jetzt? Wieder zum Patriot und das AMG heißt es, glaube ich. Da steht AMG, auch genau, optional optional. dahinter. Ja, habe ich. Genau. Alles klar, okay. Gut. Ja, Roger. Ja, du wolltest noch was erzählen wegen dem VR, dass du da was rausgefunden hast. Ah ja, stimmt. Ich wollte nämlich mal den Versuch wagen, das aufzunehmen und richtig hochzuladen. Ja. Und da habe ich gedacht, guckst du mal in Replay-Modus. Und wenn ich da reingeswitcht bin, dann hat der im Grunde meine Kopfbewegung in 2D komplett nachgemacht und mit voller Auflösung. Also im Grunde, als würde ich einen AR-Tracker aufhaben. Ja. Nur halt, dass ich in VR geflogen bin Aha. und der das halt so darstellt. Also, Das ja. ist natürlich um einiges wackeliger, aber da kann man ja dran denken bei VR, dass man einfach sagt, ich bewege den Kopf ein bisschen langsamer als normalerweise. Das hilft auch,
Das hat mir nämlich einer einen Tipp gegeben von Hobbypiloten. Das Problem ist halt dieser Replay-Bug. Ja, das Ich ist weiß nicht, ob zum das. Kotzen, Ja. Alter. Das ist sowas von zum. Das Und. echt, das nervt mich so an. Deswegen hatte ich ja einen Ja. eigenen Server gemacht. Ich habe noch einen zweiten PC, wo ich meinen eigenen Server da im Prinzip kreiert habe, um Ja. das zu testen. Weil damit funktionieren die Replay-Files Genau, ja. zu 80, 90%, sage ich mal. Ja, es kann auch mal vorkommen, dass es, aber eher selten. Aber da musst du halt jedes Mal den Server mitlaufen haben und dann, Ja, ja, genau, und ja. genau das war auch mein Problem. Ich wollte mit einer Apache eine normale Mission, die standardmäßig dabei ist, wenn du den kaufst, Ja. wollte ich spielen. Habe ich mehrmals versucht. Ich glaube, ich habe die drei oder viermal hintereinander versucht. Ja. Und zweimal bin ich abgestürzt und dann kam am Ende das mit den Trackfiles, das mir so auf den Sack ging, Ja. weil ich jedes Mal Ja. irgendwo in den Berg geflogen bin. Ja. Echt furchtbar. Du könntest da so Ja. geile Aufnahmen machen und halt mit der Das Kamera Einzige. schwenken und alles. Ich habe im Grunde nur vielleicht eine halbe Minute an brauchbarem Videomaterial, wie bei V1, wo ich dann auf F3 gegangen bin, wo der Apache mir entgegenfliegt und in dem Moment eine Hellfire abschießt. Ja. Das als einzig schöne Aufnahme, aber ansonsten war es das. Ja. Und jetzt, wenn du VR fliegst, gut, da gilt doch dann dasselbe für die Trackfiles halt, ne? Ist genau dasselbe Ja, Problem dann. genau. Ja. Aber klar, wenn du es als Replay dann aufrufst vom VR-Fliegen, dann hast du eine höhere Auflösung. Also habe ich es richtig verstanden dann, ja? Genau, ja. Aha. Dann kannst du im Grunde auf volle Auflösung stellen und Ja. das Einzige, was er von VR noch macht, ist halt die Kopfbewegung. Ja. Aber ansonsten die Okay, gut. Auflösung ist dieselbe. Machst mehr nach, hä? Ja, das kurze Drehzahl abgefallen. Jetzt musste ich. Uiuiui. Ja. Ja, ich hatte letztens noch ein schönes Video von einer Recovery-Technik für Vortex Ring State, heißt glaube ich Aha. VK-Methode. Da hatten sie mit einer Lama hatten sie das gezeigt. Die hatte so Sprühvorrichtungen wie diese na, wie heißt es auf Deutsch? Sprühvorrichtung, du meinst so in Für Insekten. Getreide und Ja, Dünger, genau, Düngervorrichtung, Düngersprüh, was Insektenschutz. weiß ich ja. Am Die Hubschrauber hatten sie mit Wasser gefüllt und die Pest. hatten das dann angemacht und im Vortex konnte man wunderbar diesen Aha, ja. Verlauf sehen. Und da fliegst du, normalerweise beim Vortex lernt man ja so Nase runter, Collective runter, dass du wieder Speed aufnimmst und aus dem Abwind Ja, rauskommst. genau. Aber das war im Grunde, dass du das seitlich machst. Also wie Ja. jetzt zum Beispiel Stick voll nach rechts und Pedale entgegengesetzt, damit du dich nicht wegdrehst. Und das geht viel schneller, du hast viel weniger Höhenverlust. Das müsste ich mal ausprobieren. Das ist noch so auf meiner Liste. Ja, das ist richtig. Ja, ich habe das Recovery-Teil von dir, des Notlanden gesehen. Die Das war Autorotation, schon ja. geil. Autorotation, ja, das hat bei mir nie funktioniert. Ich habe es aber auch nie richtig gezielt, jetzt super lange Ja. geübt oder so, ne? Aber das Ja. müsste ich Ich habe nochmal. auch erst später damit angefangen, sage ich mal. Ja. Aber es ist gut, das in VR ist ein enormer Vorteil, muss ich dazu sagen. Du hast am Ende vor allem das Abfangen am Ende hast viel besseres Gefühl dafür, wie hoch du bist und wann deine Kufen den Boden berühren. Aber was halt viele nicht so aufpassen, ist halt die Drehzahl, weil die musst du im grünen Bereich halten. Weil wenn dir die einmal zu weit abfällt, dann kriegst du die nicht mehr hoch. Und dann bleibt der Rotor stehen und du fällst wie ein Stein. Ja. Ja. Wenn nicht, lad schnell ab. Dann wieder andere CTRD, glaube ich. Commands war's, ja. Commands, das Commands habe ich gesagt. Ja, alles klar. Und dann Drop. Ja. Any crate. Erstmal Drop. Oder Oh! an Pack, Oh, ich war zu nah dran. Scheiße. ja. Okay. Ja, das ist manchmal, das ist ein Glücksspiel. Also, was jetzt. Ja gut, ich hätte ja weiter davon weglanden können. Ich dachte nur, ich müsste da relativ nah dran, aber dass Ja, das dann aber direkt vor der das Worky Nase. hatte ich auch schon ein paar Mal. Das ist wirklich ein Glücksspiel. Okay, Aber wenn Erfahrung. du willst, du kannst dich auch mal bei mir reinsetzen, dann machen wir mal eine Autorotation. Wenn du Bock hast, nur natürlich. Ja, klar, können wir machen, gerne. Wie ich gehe jetzt im Prinzip Alle wieder auswählen, genau. raus. Und dann müssten ja noch die drei Positionen bei mir. Rolle auswählen. Zurück zum Zuschauen und dann bei dir rein, nehme ich Bei an. mir Copilot, genau. Copilot. Dann fühle ich mal anfragen.
Und dann musste, jetzt habe ich angenommen, dann musste eigentlich sagen, Briefing. Nur Briefing und Fliegen. Ja. So, du ja, bist und ich sehe deinen Kopf bewegen, ja. Genau. Okay. Habe ich auch noch nie gemacht, das Multicrewing. Okay, interessant. Ist nicht schlecht. Das Einzige, was mir mal aufgefallen ist, was auch bekannt ist, ist, wenn der Co-Pilot schießen will, dass du da Synchronisationsprobleme hast. Obwohl du die Schalter richtig belegt hast alles und gesagt hast, ja, Co-Pilot soll die Gun verschießen, dass das nicht funktioniert. Da musst du oft nochmal rausgehen und nochmal neu reinswitchen und dann darf der Pilot aber auch nichts mehr ändern an den Schaltern. Schade. Ja, schade. Ja. Ist ein bisschen verbuggt, aber ich meine, man kriegt's hin, dass man schießt, aber ja. Okay. Ist ein bisschen schade, wie mit den Trackfires, genau dasselbe. Ja. Sowas ist oder wirklich halt, oder ultra schade. Wenn du Slingloading machst und dann fliegt ein anderer, versucht Formation zu fliegen und das ist auch nicht synchronisiert. Wenn du damit fliegst, dann ist total gerade und der andere sieht, wie es hin und her schwingt und dann interpretiert er das falsch und dann bewegt sich der Hubschrauber ganz komisch in der Luft. Da kannst du keinen anständigen Formationsflug machen. So. Super. Da haben sie noch ein bisschen Nachholbedarf. Oh, jetzt schreibt mir jemand. Ah ja, jetzt machen wir erstmal Autorotation. So, zack. Okay. Oh, wie hoch? Oh, machen wir 1000 Fuß. Ich weiß nicht, sind die Bahnen frei? Sieht so aus. Okay, bei dir kann ich gar nicht rein rauszoomen. Von der Ansicht. Hä? Du hast die Crew verlassen? Scheiße. Was? Okay, irgendwas ist gerade schief gelaufen. Ja. So, ich versuche nochmal reinzukommen. Ah, Scheiße. Aber irgendwie komme ich nicht rein. Komisch. Hallo? Bist noch da? Ja, ich bin jetzt wieder da. Bei mir ist alles abgestürzt. DCS. Ah, okay, dann war es bei dir. Okay, ich habe schon gedacht, hör, was denn jetzt? Ich bin draußen. Ach, immer im ungünstigsten Moment. Ja, kennt man ja. Kann passieren. So, jetzt mache ich erstmal DCS wieder an. Immer wieder toll. Ja, gut, das kommt vor, das ist nicht schlimm. Also, es ist für mich nicht schlimm, ist alles okay. Ja. Alle dude, ich guck trotzdem nochmal, ob ich die Lautstärke bei dir irgendwann, warum das nicht funktioniert. Ja, ich kann auch noch weiter runter drehen, wenn du willst. Ich guck mal was durch. Einen kleinen Tick, vielleicht nochmal so ungefähr 10% von der Einschätzung her. Okay, warte. So. In Ordnung? Ja, okay, gut. Aber trotzdem, irgendwie muss es ja auch eigentlich funktionieren, gell? Naja. Aber da sind halt auch 1000 Einstellungen wieder drin in dem Discord. Da musst du auch erstmal 1000 Sachen nachschauen, was da mit der Freigabe und alles, gell? 1000 Dinge. So, erstmal da wieder hin. So. Ja, in VR dauert es auch immer einen ganzen Moment, bis das wieder alles läuft. Ja, na, kein Problem.
hast dann Windows Mixed Reality, dann musst du wieder ins VR, da musst du dann wieder DCS starten, da wieder anmelden, da wieder ein Multiplayer-Server. Naja. Dauert immer ein bisschen. So. Mehr Spieler. Mann, Mann, Mann. Oh, geile Lackierung hier. Ich switch gerade die andere Player durch. Ja. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ja, okay. Bei mir warst du eben kurz weg. Hast du eigentlich den Zugriff dann aufs Fliegen in der UI bekommen oder bist du einfach rausgeflogen? Den Zugriff aufs Fliegen. Wie Weil mein. normalerweise steht dann da, Pilot hat die Crew verlassen, du hast die Kontrolle. Nö, kam nichts, war direkt, ich Auch bin, nicht. war direkt draußen in dem Menü, wo du dann als Zuschauer im Prinzip wieder bist. Ja. Wahrscheinlich, weil es nicht vom Spiel gedacht war, dass das abstürzt, sondern das ist wahrscheinlich nur, wenn der Pilot getötet wird oder sowas. Ja, Schätze ich klar, wenn jetzt das mal. eine interne Spielmechanik dann, genau, wenn sowas ist, ja, denke Ja. ich auch. So, wieder auf der Suche gehen. Ja, das darfst du suchen. Aber ja, ist ja Ja. kein Problem, dann machen wir ja. Ja, bei mir stehst du noch als Co-Pilot drin, das ist das Komische. Okay. Oder hast du irgendein Flugzeug geswitcht Stimmt, ja, bisher? stimmt. Ich stehe bei der UH1 Oh. und du bist wieder drin. Ja. Oh. Was war denn das jetzt? Guten Tag, ja, hallo. Ich dachte jetzt, hier steht irgendwas, aber ja. Das läuft. Junge, Junge. Okay, Okay. jetzt steht da, du hast die Crew verlassen. Fliegen, fliegen. Ja, so muss So, es da sind sein. wir wieder. Du bist der Crew beigetreten. Ja. Dann lasse ich mal die Anzeige der Eingaben da oben stehen. Wenn ich eigentlich die Eingaben berühre, Ja. ist das dann so wie in Real Life? Würde dann das Auswirkungen haben? Wenn Das du. weiß ich gar nicht. Also ich weiß, vom Missionseditor kann man, wenn man die Mission baut und Hubschrauber einstellt, kann man die Ah. Priorität einstellen, ob der Pilot jetzt Ja. Priorität hat oder der Co-Pilot oder ob es gleichwertig ist. Ach so, ja, Und okay. standardmäßig ist es so, dass der Pilot die Priorität hat, deswegen nehme ich das mal Ja. an. Mir Ja, wäre es auch lieber, wenn es gleichwertig wäre, weil es ist auch das so. macht so Schulungskram leichter, weil wir haben Genau. bei den Hobbypiloten auch ein extra Sprach-Channel für Flugschule, wo jeder anbietet, was er so unterrichten kann, sozusagen. Ja. Und da habe ich mich natürlich in der UI angeboten und letztens hat auch wer gefragt und da habe ich mich auf den Co-Pilotensitz gesetzt, aber ich konnte nicht eingreifen. Das war das, naja. Mir wäre es lieber, wenn es gleichwertig wäre, weil, ja, naja. Ja, ist richtig. Zu Schulungszwecken und so weiter wäre das natürlich um einiges besser. Aber ja, ich habe es gerade ausprobiert, also es geht hier nicht, ne? Ah ja, genau. Das Problem hatte ich auch. Ich weiß gar nicht. Irgendwie ist das, glaube ich, dann beim Piloten kommt irgendwie eine Anfrage, dass der Co-Pilot halt eine Anfrage stellt zu fliegen, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich dachte immer, wenn der Co-Pilot seine Kontrolloberflächen bewegt, dann kommt das automatisch, aber Ja. ist nicht. Keine Ahnung. Okay, ja, macht ja nichts. Für jetzt ist ja, macht ja jetzt im Moment gerade nichts, aber Ja. ja, okay, alles gut. So, dann hoffen wir mal. Jetzt make up the